Liebe Freunde von Abenteuer im Burgenland, heute gibt es einen kurzen Film der etwas anderen Art für euch. Vor anderthalb Jahren hat alles angefangen. Da fanden wir beim Aufräumen diese Kiste. Die Kiste mit Playmobil-Figuren, welche die Zeit für uns alle danach verändert hat. Wir haben ein paar Sachen rausgeholt, sie aufgebaut und davon Fotos gemacht. Und aus den Fotos wurden kleine Bildstrecken. Und wir kamen auf die Idee, dass man damit auch kleine Filme machen könnte. Und so kam unser allererster Kurzfilm, Der Schwarze Ritter, zustande. Seitdem hat sich aber einiges getan. Ja, zu Beginn waren die Aufnahmen noch sehr holprig. Die Kamera wackelte oft und auch die Sprecher trauten sich noch nicht so ganz. Mittlerweile kann man wirklich schon von kleinen Produktionen sprechen. Seit Beginn haben wir uns ja auch einiges an Equipment und Playmobil-Sachen gekauft. Und was alles an Arbeit dahinter steckt, wollen wir euch heute in diesem kleinen Video einmal zeigen. Sozusagen ein kleines, verspätetes 500-Abonnenten-Special. Oder ein vorgezogenes 1000-Abonnenten-Special. Oder so. Also, legen wir los. Womit beginnt so ein Film eigentlich? Jeder Film beginnt mit einer Geschichte. Und davon haben wir mittlerweile über 100. Und diese müssen aufgeschrieben werden. Richtig, denn schließlich muss ja jeder Einzelne genau wissen, was er sagen soll. So ein Drehbuch hat im Durchschnitt 18 Seiten und umfasst rund 2000 Wörter, die von unseren Sprechern in den überwiegenden Fällen fehlerfrei eingesprochen werden. Aus anfangs 4 Sprechern sind inzwischen stolze 12 geworden. Ja, alle müssen, bevor der Film geschnitten wird, ihren Text einsprechen, was, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, nicht immer einfach zu koordinieren ist. Und wenn dann alle Stimmen da sind, dann geht es in die Produktion der Bilder. Dazu wird dann anhand des Drehbuchs ein Drehplan geschrieben und die Kulissen werden nach dem Drehbuch aufgebaut, richtig beleuchtet und die einzelnen Szenen abgedreht. Das heißt, es werden einzelne Fotos gemacht. Selbst für kurze Szenen müssen wir sehr viele Fotos machen. Bei so einem Gespräch auf dem Markt kommen zum Beispiel locker mal 80 Fotos zusammen. Da ist es dann natürlich immer ärgerlich, wenn man danach merkt, dass man etwas vergessen hat und alles nochmal machen muss. Oder wenn eine unbedachte Bewegung oder ein Windstoß durchs Burgenland weht und mit allen Figuren Domino spielt. Sobald dann alles im Kasten ist, geht es an die Postproduktion im Schnittprogramm. Hier werden dann alle Bilder passend zu den Stimmen geschnitten und passende Geräusche aufgenommen und eingebaut. Bei langen und komplexen Geschichten kann es also durchaus schon mal vorkommen, dass wir für einen Film in Summe 6 Tage brauchen. Leider. Deshalb können wir auch nicht so viele Filme hochladen, denn es ist alles doch ziemlich aufwendig. Ja, das ist es. Viele von euch haben ja schon ganz richtig festgestellt, dass die Zahl der Aufrufe bei einigen Filmen relativ gering sind, gerade im Verhältnis zu diesem Aufwand. Das finden wir auch. Ja, manchmal haben wir uns schon gefragt, ob wir überhaupt weitermachen wollen. Eure extrem tollen und lieben Kommentare und Reaktionen haben uns hier jedoch immer wieder so motiviert, dass wir trotz aller Hürden immer weitergemacht haben. Auch wenn es teilweise wirklich schwer ist und die Zahlen im Verhältnis zu anderen Kanälen leider wirklich nicht so gut sind. Offenbar werden wir nicht so bemerkt wie andere Kanäle und der YouTube-Algorithmus schlägt uns nicht so oft vor wie andere. Auf YouTube gibt es aber einfach auch sehr viele andere Filme. Wusstet ihr, dass pro Minute über 300 Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen werden? Da ist es natürlich schwer, irgendwie bemerkt zu werden. Eben. Und weil wir noch nicht aufgeben wollen, hatten wir eine Idee, wie wir es vielleicht schaffen könnten, besser bemerkt zu werden. Da wir mittlerweile über 100 Filme hochgeladen haben, einige von ihnen so gut wie gar keine Aufrufe haben, haben wir uns überlegt, dass wir ab jetzt ältere Filme nochmal hochladen, um ihnen auch nochmal eine Chance zu geben. Vielleicht entdecken uns so mehr Leute und der Algorithmus bei YouTube ist etwas netter zu uns. Aber die älteren Filme sind teilweise doch noch ziemlich holprig, also habt bitte Nachsicht mit uns, was die Qualität angeht. Und natürlich werden wir auch weiterhin parallel neue Filme machen und gleichzeitig hochladen. Wir können ja gar nicht anders. Eben, wir haben schließlich noch so einige Ideen und ihr habt auch so tolle Vorschläge gemacht. Also, bitte unterstützt uns auch weiterhin so fleißig. Kommentiert, aktiviert die Glocke, damit wir auch in Zukunft weiterhin Geschichten aus dem Burgenland erzählen können und der Algorithmus bei YouTube uns auch endlich einmal bemerkt. Und zum Schluss möchten wir noch einmal Danke sagen für eure tollen Kommentare, für euren Support. Nur deshalb haben wir das Projekt überhaupt so lange weitergemacht. Danke. Also Leute, nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.